DJI Mavic 2 Pro. Ziemlich windig, man merkt das auch, das sieht man auch an den Bäumen. Und das macht der Drohne aber anscheinend nicht viel aus. Die kommen da gut mit zurecht. Die Drohne ist auch steuerbar ohne Smartphone, nur mit der Fernbedienung, aber normalerweise wird dann das Smartphone dazwischen geklemmt, um mit der App dann die Drohne zu steuern.